6:1 hieß es am Ende. Bayern München strebt weiter unaufhaltsam dem Triple entgegen. Die Mannschaft von Trainer Jupp Heynckes hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale auch vom VfL Wolfsburg nicht bremsen lassen und bereits zum 19. Mal das Endspiel erreicht. Mario Mandzukic, Arjen Robben und Xherdan Shaqiri trafen für die Bayern, ehe der eingewechselte Mario Gomez mit einem Hattrick für den Endstand sorgte. Wolfsburgs Diego hatte für den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer gesorgt. Der Rekordpokalsieger sammelte durch den Erfolg weiteres Selbstvertrauen für die Champions League-Kracher gegen den FC Barcelona. Wir wollten unbedingt ins Finale. Es war schwierig für uns, sich zu konzentrieren, wenn alle nur über Barcelona sprechen, aber wir haben es geschafft und hatten das Spiel im Griff, sagte Shaqiri. Die ambitionierten Wolfsburger haben mit der Pleite ihre letzte Chance verspielt, sich doch noch für das internationale Geschäft zu qualifizieren. Der FC Bayern spielt dagegen am 1. Juni in Berlin um seinen 16. DFB-Pokaltitel.